Kotrin, wir sind hier direkt in Linz nach deinem Kampf bei der FFC 30. Wie ist der Kampf für dich gelaufen? Also der Kampf war eigentlich so gelaufen, wie wir es eigentlich geplant haben und so trainiert haben. Wir haben gewusst, er wird ein aggressiver Boxer sein, er wird viel mit Innenlockings kommen. Wir haben sich eingestellt, erste Runde schauen wir uns ihn an, probieren mit Jabs uns auszuweichen, Jabs arbeiten und in der zweiten Runde schauen wir, dass wir den Sieg nach Hause holen. Und es hat so geklappt. Also der Dimitri Ciotis, der hat schon einmal gekämpft hier bei der FFC und er hat einen mega, mega starken Kampf geleistet, hat ihn einen ziemlich schwer K.O. geschlagen, wie gesagt mit seinen Boxkombinationen. Und dann habe ich auch gesagt, wow, das wird sicher eine harte Schlacht gegen ihn. Harte Schlacht, die gut für dich ausgegangen ist. Was war der letzte Move? Wie hast du es dann erledigen können? Mir hat in den letzten Kämpfen ein bisschen so der Biss gefehlt, wo ich die Leute angeschlagen habe, dass ich nachsetze. Heute wollte ich zeigen, dass ich der bin, der ich, so wie es mich die Leute kennen, wenn ich ihn einmal habe, dass ich ihn nicht mehr loslasse. Ich habe ihn angenockt und habe gesagt, okay, jetzt habe ich ihn, jetzt lasse ich ihn nicht mehr los. Genauso wie ein Kalaschnikow funktioniert. Wie ihr wisst, ich habe auch einen Kalaschnikow tätowiert. Warum? Wegen dieser Aktionen. Du hast es vorher schon angesprochen, du hast immer dein Gewicht. Wir haben vorher in einem Gespräch hast du erwähnt, dass du da gewisse Tricks hast quasi. Möchtest du darüber reden? Ja, sicher. Also ich muss ehrlich sagen, dank Berglöwe, wie ihr sehen könnt, ist das auch einer meiner neuen Sponsoren. Was steht jetzt als nächster für dich an, wenn du so gelobt wirst, wenn du so einen super Kampf ablieferst? Also, wie ihr wisst, letztes Jahr habe ich um den Titel gekämpft. Ich habe leider verloren. Jetzt habe ich wieder den Kampf gewonnen, dass ich mich qualifiziert habe für den Titel. Und wahrscheinlich wird der Kampf jetzt in Las Vegas für den Titel stattfinden. Also, wenn man dich anruft, dann bist du bereit. Ich bin immer bereit. Ich bin ein Krieger sozusagen. Ich gehe gerne in den Krieg rein. Was möchtest du zum Abschluss noch sagen? So, erstens mal will ich mich an alle bedanken, die immer hinter mir stehen und die mich immer unterstützen, genau wie Berglöwe, das einfach großen Respekt, dass die zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, Skodran, wir wollen das und das und ich bin sehr zufrieden. Und alle, die hinter mir stehen und mich unterstützen, ich hoffe, es geht immer weiter so mit euch. Alles Gute dafür. Die Zeichen stehen auf jeden Fall gut. Das nächste kommt der Fight in Las Vegas. Und vielen Dank fürs Interview. Ich danke dir. Dankeschön. Dankeschön.